Huhu! Guten Tag. Wir stehen heute so weit vorn. Ja, ist egal, aber wir machen aber heute auch was, wo uns die DSGVO heute mal völlig egal ist und wir da völlig außen vor bleiben. Heute gibt's Cookies. Cookies. Knatschige Cookies, hoffentlich knatschige Cookies. Hoffentlich, ja. 100 Gramm Butter geschmolzen. Das sind 40 Gramm Kokosmehl. Genau. 60 Gramm Backkakao. Das sind 90 Gramm Puder Erixyl. 2 Eier. Und 100 Gramm Schokolade. Gehackt. Gehackt, genau, war ich. War er. Außerdem Backpulver und Vanille. Und wenn du hast, darfst du auch Zucker-Schokodrops nehmen. Wir nehmen die nur für oben drauf, weil wir haben leider nicht mehr so viele. Genau, dann kommt noch ein bisschen Salz rein. So eine Prise. Und hinterher. Obendrauf kommt dann nochmal grobkörniges Salz. Genau. Zuallererst, darf wieder rühren. Du darfst wieder rühren und ich schlag dir zuerst mal die Eier. Das sind heute L-Eier, was wir haben. Nur falls sich das mal jemand fragt, das sind L-Eier. Meistens haben wir M-Eier. Genau. So. So, und die werden jetzt kurz leicht schaumig geschlagen, ne? Ja. Ich kann dir im Prinzip schon die Prise Salz mit reinkommen. Das war's auch schon. Ja, ich hätte noch das ist ein bisschen. Das war's noch lange nicht. Jetzt ist okay. So, es ist nur schade, dass man das Augenrollen nicht so auf der Kamera sieht. Ja, dann gebe ich dir jetzt die Butter mit rein. Und den Zucker? Und also die Süße. Die Süße. Was ich jetzt, während du hier verrührst, ich hab doch schon, noch weiter rührst, Backpulver und Kokosmehl vermischen. Okay. Das sind jetzt so 2 Teelöffel ungefähr, was ich genommen habe. Auch so 2. Ja. Tja, jetzt musst du noch kurz warten. Du hast das ausreichend vermengt. Ja, es muss aber hiermit noch eigentlich vermengt werden. Das sehe ich ja immer so gar nicht ein. Ich schon. Ja, aber warum? Damit sich das schöner im Teig verteilt, weil sonst hat man eventuelle Bettchen. Ja, aber siebt man deswegen nicht eigentlich sowas? Nein, man siebt es, damit man keine Bettchen hat. Ja, ja, aber, ja, genau. Aber so verteilt sich es trotzdem besser. Man tut sich halt leichter. Es ist so, Punkt. Das ist mein Lieblingsargument. Das mach mal so, wenn man das so macht. So, gut. Und jetzt gebe ich dir das so löffelweise rein. Willst du mal abkratzen? Ja. Es muss dann eigentlich nur noch die Schokolade rein. Das mache ich. So, das werden relativ unsüße Cookies. Aber wir wollen ja auch schon. Also wenn du die Süße... Wenn du die Süße haben willst, nimm 50 Gramm Merxylit oder Erythrit oder beides oder so. Genau. Ich tue jetzt die Schokostückchen, Kakaostückchen wollte ich sagen. Die ja, bei 85% ist der Ausdruck Kakaostückchen schon fast gerechtfertigt. So, und die heben wir jetzt einfach nur unter und dann brauchen wir auch schon ein Backblech. Aber ich finde es gar nicht so schlecht, dass die nicht so furchtbar süß sind, weil ich mag es ja doch tendenziell eher herb. Ich auch. Deswegen habe ich ja auch dich. Ich bin herb? Und süß. Also und, nicht unsüß. Mhm. Hab schon verstanden. Ja, scheiße. Unser Ofen heizt vor. Auf 150 Grad Ober-Unterhitze. Tut er? Ich habe ihn nicht eingeschalten. Okay. Ich gehe jetzt in die Küche und heiz mal den Ofen vor, weil da hat wieder keiner dran gedacht. Während ich hier Cookies mache. Ja, mach mal. Und zwar habe ich so einen Eisportionierer und der ist leider kaputt. Deswegen brauche ich noch den. So, das heißt, ich nehme jetzt einmal so einen... So. Eisportionierer voll 100, und mach 150. So ein Häufchen. Und an. Teelöffel hat sie gesagt, ne? Ja, ich bringe mal 2, 3 mit. Wir drehen ja da morgen noch mehr. Eine Teelöffel-Kollektion. So, mit Teelöffel geht das, glaube ich, besser. Hallo Mann. Hallo Frau. Wollen wir die flacher haben? Ja, das Schöne ist, Cookies dürfen ja unförmig sein. Da hätten wir jetzt eher ein helles Backpapier gebraucht, damit man die richtig ja, sieht. Ja, hatten wir leider nicht. So. Ja. Okay, und so machst du deine Cookies da jetzt auf das Backblech drauf und dann drückt man da einfach oben so 2, 3 Schokostückchen rein. Je nachdem, wie groß die Cookies halt sind. Ja, so. Genau. Und um den Schoki-Geschmack noch etwas zu heben, kann man dann außerdem ein kleines bisschen Salz daneben werfen. Bei mir ist jetzt ganz wenig Salz drauf. Ja, du hast ja auch von oben gestreut, deswegen sage ich immer, das geht von oben nicht. So, so machst du jetzt deine Cookies weiter. Und dann gehen die ab in den Ofen bei 150 Grad Ober-Unterhitze für so circa 13 Minuten. Ja. Und dann sind die fertig. Und dann probieren wir die.
Genau. Bis gleich. Wie lange waren die jetzt drin? Ja, ich habe länger gebacken, als ich gesagt habe, es waren 18 Minuten. 18 Minuten. 18. Ach, ich nehme das große Stück, ich bin größer als du. Ja, wir haben 11 Stück rausbekommen. Ja. Und ich habe auf jedes Salz drauf gesprenkelt. Ja. Und die sind chewy. Geil. Danke. Für mich könnten sie noch ein bisschen süßer sein. Du bist süß genug. Ja. Bitte. Ich finde die gut so. Doch, also sehr geil. Und ich habe Schokolade an den Fingern. Wenn du nicht verpassen willst, wenn wir so perverses Zeug hier machen, wie diese Schokokookies, dann drück die Glocke. Weil nur dann wirst du wirklich benachrichtigt, wenn wir ein neues Video bringen. Ansonsten vermutlich nicht. Und zwar immer mittwochs und samstags. Mhm. Nur so verpasst du es nicht. 18 und 11 Uhr. Mittwochs 18, Samstag 11 Uhr. Also hast du gut gemacht. Habe ich gut gemacht. Genau. Wenn es dir gefallen hat, lass uns ein Däumchen da, ein Abo da und auch einen Kommentar. Das wäre total... Dann kommen in unsere Facebook-Gruppe Low Carb für Anfänger und Umsteiger. Link gibt es da unten in der Infobox. Mhm. Und wir gehen jetzt Cookies essen, ja, weil uns ist die DSGVO nämlich... Ich habe zugestimmt. Egal. Nö, aber... Ja. Komm, das ist Tschüss.